Strecke. Ja, ich versuch's. Wolf? Oder Gorke? Nee, Wolf? Kannst du mir eine Strecke raussuchen? Zum Checkpoint Charlie und dann zum Dingens? Was haben wir nicht? Hier fehlt noch ein Fahrzeug. Ist Wolf überhaupt da, oh, ich Wolf? Hab Angst. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich bin dabei. Achso. Ich such dir was ich raus. Ich hab Angst, ich hab Angst. Hier sind nicht, zwei Hunter, ich hab Angst. Oder Ifrits oder was auch immer. Das sind Ifrits. So, gerade ja. Und dann links. Was? Gerade links? Lang. 201? Ja. Also. Bisschen lang. Hast du ein Navi? Nee. Okay. Beste gerade und dann. Und dann gleich rechts, ne? Gleich rechts. Wo? Ah, dahin. Ja. Und jawohl, jetzt nee, links. Links? Ja, dreh mal um. Wir fahren durch den Waffenshop und so und durch den Restaurant. Ach du Scheiße. Okay, dann fahren wir links. Das sind wahrscheinlich die P-Mans, wa? Die P-Mans? Ne, die sind alle Verkäufer unten. Wie bitte? Die P-Mans sind bei Verkäufer. Jetzt, da rechts? Ja. Okay. Hier sind zwei Ifrits und eine ganz schön fette Besatzung. Dann würde ich jetzt nachkommen. Das waren jetzt doch eine ganze die, Weile die, geradeaus. Den wir Hallo gesagt haben. Waren das nicht die P-Mans? Ach, keine Ahnung, ich steig da gerade nicht mehr durch. Sind das nicht die, hier die Sniper? War die jetzt auf dem Server oder nicht? Weißt du, was das Traurige ist, Natrium? Ich habe mit den Leuten vorher gequatscht, bevor die ausgestiegen sind, und ich habe das denen erklärt. Und unser Arschloch Avenix, der Führer, meint dann ja, jetzt ist deren Zemek weg und damit ist die Gruppe quitt. Es ist so ein dummes Gelaber. So ein dummes Gelaber, wenn der seinen Kontostand und deren Kontostand anguckt. Die haben gleich ihm das Genick und scheiße ihm in den Hals. Ja. Stück Scheiße. Nette Menschen muss es geben. Ich fick den gleich auf nette Art und Weise. Was macht man einfach nicht? Das ist echt so. Vor allem, das war ja auch nicht Absicht. Das ist ja nur ein. Naja, wie gesagt, das war jetzt einfach Macht. Boah, Alter, Toji, weißt du, wie Kübel mich umbringen wird, Mann? Hä, wieso denn? Wir haben eigentlich überhaupt nichts. Und die beiden da, Natrium und Rummi, setzen viel mehr aufs Spiel als wir. Richtig. Sei jetzt echt schon. Oh Gott. Haus, Familie, Frau, Kinder, alles. Scheiße. Lauf. Kann alles weg. Soll ich aussteigen, Toji, oder was? Raus hier. Alle raus. Abspringen! So. Ich hab meinen Wagen geschrottet. Wir gehen nach oben. Ah, ich hab keine Klamotten, war, sehe ich gerade. Ha, lol, kann man beim Rebellausposten was kaufen? Ja, klar. Wo seid alles. Ihr? Wir kommen gerade durch das Fischwerk gelaufen. Ist ja süß. Durch. So. Seid ihr weiß noch, ich weiß noch in Battlefield 3. Philipp, in das Buschwerk! Ach, das war noch Zeit. Leute? Ja. Ja. Seid ihr jetzt echt schon losgeflogen? Nein. Ja, wir fliegen natürlich. Wir können gar nicht fliegen. Ja, was weiß ich, kann ja sein, dass ihr irgendwie einen Orca oder so habt. Hummingbird. Wow, was war das? Na, Kaliber 5. Oh, der Dicke ist jetzt drauf, schön. Er freut sich. Der bewaffnet. So richtig machtlustig gelacht gerade so. Alter, also, jetzt ficken wir die Leute richtig hart. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir nicht gebannt werden, weil sonst würden irgendwie alle Spieler gebannt werden, weil die gerade irgendwie alle dauerhaft das Feuer. Die drehen gerade eh alle durch, ja. Ja, wenn die durchdrehen, können wir das auch! Und rechts der Ifrit. Wir müssen jetzt alle erstmal für Ordnung sorgen. Wie viel Geld, also was für ein Budget kriegen wir? Ich glaub. Wie viel braucht ihr? Also ich glaub. Na, Katie wollte mir noch Geld geben, wa? Wo ist der Mausi? Hier, ich sehe sie, hier. Sie steht da im Ghillie Suit. Mausi, wie viel Geld kannst du abheben und entbehren? Jeden eine Mille? Alles? Wie viele sind wir? Wenn wir alles aufs Spiel setzen, kannst du auch alles abheben. Nee. Heb mal 4 Millionen ab erstmal. Geben mal mit einer Mille. Wo kann ich ihn abheben? Dann glaubt. Rummi? Bei den Typen. Bei dem Typen? Ach, du musst zu dem Typen. Und das ach, ist da kannst ATM. Du zu ATM scrollen. Ich hab mal auf dein Konto ein. Ah, Tatsache. Ich hab 13.000, yay! Ich sprummel los. Ja. Was hab ich? Hab 48.000. Also 4 Millionen jetzt, ne? Also wir können die gar nicht abheben. Ich muss ja immer. Also ja, musst immer 999. Oder einfach 8 mal 500.000. Was dir lieber ist, Mausi. Einzahlen, Gang. Ach, es gibt sogar eine Gangbank, okay. Aber die kannst du nicht nutzen. Geil. So, also kann man hab ich 4 Millionen abgehoben. Tillerguki kommt da. Was jetzt? So, ja, jetzt gibst du mir eine Million, Mitchell eine Million. Ich geb euch 999. Ja. Okay. Wow, ich werd beschossen. Scheiße. Das war Brummi, ganz ruhig. Oh, Gott. Aber war gut, ne? Du hast eine Scheibe getroffen. Zu wem soll ich noch was ich geben? Ich hab Schaden bekommen. Ach, stell Mitchell, so hast du Mitchell schon gegeben? Ja. Mann, ey, ist halt doof. Ich weiß nicht mehr. Nee, hat sie mir was schon was gegeben? Ja.
Lol. Leute, ich habe nicht so viel Ahnung, was ist denn eigentlich ein recht gutes Sturmgewehr? Das teuerste, die MK18. Das teuerste. Ganz genau. Die MK18. Wie teuer ist denn die MK18? Viertelmillion. 250.000. Oh, nice. Alter. Mit der Waffe solltest du eigentlich, wenn du genau auf die Brust zielst, einen Schuss setzen. Ja, One-Shot. Okay, okay. Das ist warum habe ich das ganz, ganz zum Gefühl, dass ich zwar meine Waffen abfeuere, aber niemanden treffe und sterbe? Ja, da gibt's zwei Fanggläser dafür. Und kauft euch Red Guy. Was für Kleidung soll ich mir kaufen? Gibt's da irgendwelche besondere Kleidung, die sich lohnt, oder? Das könnt ihr da auch kaufen, wo ihr das Essen und Trinken holt. Das heißt, macht Spaß auf mich zu schießen? Ja. Gut, gell? Mit dem Red Guy könnt ihr einfach 3 Minuten länger sprinten und habt eine bessere Ausdauer und das hilft dann wesentlich beim Schießen. Das treibt den Adrenalinspiegel nach oben, ne? Da wo du auch Essen und Trinken kaufst beim Das Arzt ist RDM! Halt's Maul! Interessiert eh kein Schwein. Ja, es ist so. So, auf jeden Fall. Aber ich denke jetzt einfach mal in die Luft ballern. Ich überlege gerade, was ich für ein Visier nehme. Was habt ihr für Visiere? Bummi hat das. Das, ja. Das 20.000, das ACO. Das gehört mir besser als das AMACO. Das ACO Red da oder das ACO SM? Nee, warte mal. RCO. RCO hast du. Ja. Ich hab ACO verstanden. So ein First Aid Kit kann man mitnehmen und ein Tool Kit. Das ist die Standardausrichtung, ist immer dabei. Ja. Jetzt kannst du mir eine Waffe geben. Ich bin's blöd. Wieso? Keine Ahnung, ich kann irgendwie nur essen und trinken. Hast du die Rebellen-Lizenz da gemacht? Dieses Rebell-Training? Ach, das muss ich machen. Ich bin auch endlich da. Ja. Okay. Wo krieg ich jetzt Geld her? Wo ist das ATM? Okay, was für das eine Waffe soll ich kaufen? Das ist der Typ, ist das ATM. Was für eine Waffe soll ich kaufen? Ah ja. Die gleiche wie ich, das ist die, warte. Die MK18. Ach du Scheiße, wo ist denn die? Ganz etwas. Ja, mittig. Ja. Die letzte Waffe. Alter, ist die Rebellenausbildung teuer. Alter, jetzt geht's abgeben, los, ey. Leute. Gibt's irgendwas Günstiges? Die Waffe ist teurer als die Rebellenausbildung. Wo kann ich die Ausbildung kaufen? Wie, was? Wie mache ich das? Im Rebellen, du musst einfach nur zu dem Typen hingehen und du musst sagen, Waffe kaufen. Dann kauft er die automatisch. Achso. Kauft euch doch bitte auch noch einen Offroader, bewaffnet, und einer fährt mit dem Ifrit. Ja, dann fährt... Alter. Und dann können wir so ein bisschen jagen kommen. Welche Waffe lohnt sich denn hier so? Die STR ist günstig. Die TRG ist günstig, was können wir denn so leisten? Gesagt, die ich hätte gerne einen Sniper, kann man den Sniper kaufen, oder? Ein Sniper ist doch eine MK18 mit dem entsprechenden Visier oben drauf, hast du einen Sniper. Was? Welches Visier wäre das dann für ihn? Wie mache ich das? RCO oder MRCO, wie du es haben willst. Ja, wie gesagt, ich kenne mich noch nicht so aus, wie kann ich denn jetzt ein Visier auswählen? Das ist direkt drunter. Unter den ganzen Waffen sind, dann gibt's da noch Granaten, auch Granaten. Reichen mir 2 Magazine? Ich bin langsam echt knapp bei Kasse. Okay, also, welches Visier war das? Das AC? Nee, passt schon. Mindestens. Ich das selber. Wie viele Magazine? 5, mindestens. Ich hab 10 dabei. Ja, passt schon. Soll ich Rauchgranaten kaufen? Ist das wichtig? Keine Ahnung. Ja, Schaden tut's nicht. Brummi hat 5. Aber dafür keine... Ich schätze mal 6. Um was geht's denn da, Natrium? Die Häuser. Ach so. Die Kosten. Er kommt auf die Größe an. Aber 7 Mill ein großes Haus. Soll ich noch irgendwas kaufen? 7 Mill. Können dann mehrere in dem Haus wohnen eigentlich? Nein, ein Haus pro Person. Das ist ja dumm. Und es gibt klein, mittel, große Häuser und 3, 5, 7 Millionen. Okay. Alter. Soll ich noch irgendwas kaufen? Ja, ein bisschen was zu essen, was zu trinken. Das bringt halt Bolzenschneider. Kannst du in Häuser einbrechen. Haha, wie geil. Das bringt aber meistens einen Scheiß. Die Nieren wahrscheinlich, ne? Wie viel Magazin soll ich da kaufen? Wenn du den Leuten 2 Nieren klaut, dann sterben die instant. Dann machen wir das jetzt. So kann man mir jemand erklären, wie kann ich jemanden niederschlagen, wie schieße ich, wie lade ich nach, bla 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 bla. Niederschlagen tust du, indem du eine Waffe in der Hand hältst und drückst Shift R. Okay. Und fesseln tust du, indem du Shift T drückst. Okay. Schatz, komm mal. Ja, wirklich, also wirklich, probiert es aus, ich stelle mir auch zur Verfügung. Ja. Schlagt mich mal nieder, dass ihr seht, wie das funktioniert.
Ja, dann mache ich das auch mal. Ich muss auch alles. Ich habe ja, ich habe A mal 3 gar keinen Plan deswegen. Wie geht das? Shift J. Aua. Das ist das Niederschlagen. Shift R. Warum steckst du mich nochmal nieder? So schief. Und wichtig ist, egal ob ihr eine Handfeuerwaffe oder so eine große in der Hand habt, müsst irgendeine Waffe in der Hand haben. Das heißt, ohne Waffe könnt ihr nicht niederschlagen. Ja, das wissen wir schon. Gut. Und Shift C ist fesseln, aber das bitte nicht probieren, weil dann steht der Typ 5 Minuten lang rum und ist gefesselt. Und eigentlich voll für den Arsch. Nee, also wir können sie mit Dietrich oder befreien. Stimmt. Kati, guck mich mal an. Und jetzt tu mal mich nicht anvisieren. Weißt du, wie das funktioniert? Was? Tu mich mal nicht anvisieren. Nein, du sollst nicht weggucken, sondern die Waffe so nehmen, wie ich sie habe. STRG. Zweimal STRG. Zweimal STRG. Ganz genau. Drücken. Weil so, das ist die aggressive Haltung und das ist dann die chillige Haltung. So, sprinten ist auch bekannt. Ja, hinlegen, Shift. Ducken, aufstehen. Ja, und dann gibt's halt noch diese Armad-Sachen. Wartet, wie ging die? Wichtig ist, wenn ihr zu Fuß seid und kämpft, dann nicht wie blöde losspringen und dann direkt danach losschießen, weil das funktioniert hier nicht. Dann zieht richtig die Waffe sonst wo in jede Himmelsrichtung und dann könnt ihr nicht richtig schießen. Leute, also das kann man euch mal zeigen. Das Spiel ist total defensiv gebaut, sag mal so. Also ihr müsst euch irgendwo hinsetzen und auf die Leute warten oder ihr müsst erstmal in Ruhe kommen, sodass der Typ wieder Luft holen kann. Jetzt machen wir mal ein Spiel. Ihr zieht mal alle auf mich. Und zwar immer schön auf den Kopf, sodass wenn es knallt, bitte nicht schießen, sonst muss ich alles neu kaufen. Und ihr seht, dass die Waffe eigentlich extrem ruhig ist, ja? Seht ihr das? Es geht. Mhm. Es geht, ja. Okay, dann wegen mir, es geht. Und jetzt kommt mal alle zu mir und rennt mir hinterher mit W-Shift, dass ihr rennt. Okay. Auf geht's. Und irgendwann dann sagt der Typ auch, er hat die Schnauze voll, weil er ist am Sack und kann dann auch nicht mehr rennen. Und dann wird theoretisch das Red Girl funktionieren. No. Dann kann er wieder rennen. Jetzt wird er hier schon langsam. Ihr stellt euch alle zum Ifrit und visiert dann mich nochmal an. Wichtig, ja, okay. Haltet die Shift-Taste gedrückt. Pause hier schon bleiben. Sorry, das war noch ein bisschen länger. Was gedacht. Genau, jetzt stellt euch hin und visiert mich nochmal an. Seht ihr das? Ja, ja, wie beschissen ihr rappelt zu? Übelst. Hm. Bei mir genau. Geht's eigentlich. Durch das Sprinten ist schon genau, klar. Durch das Sprinten kommt er außer Atem und zittert halt mit der Waffe. Und dann atmet er halt schwerer und dann, ja, das ist sehr selten. Er wackelt mehr. Ja, je länger halt er sprintet, desto mehr. Das ist irgendwie pro Charakter irgendwie ab und zu mal verschieden. Also manche können länger sprinten, manche weniger. Wie bei Battlefield. Und das hat ein bisschen was mit also so die grundlegenden Scheiße wieder zu tun. So im Stehen kannst du weniger zielen, so im Ducken wieder mehr und im Liegen kannst du das seit dem. Richtig, wenn ihr euch jetzt hinlegt, dann ist eigentlich fast wieder gut. Das könnte sogar am Faden sehen. Hinsetzen war glaube ich auch ziemlich produktiv, ne? Hinsetzen war glaube ich fast so. Ja klar, wenn du liegst, hast du eh die beste Präzision, weil du die Waffe quasi hinstellst. So. Du kannst sie auflegen, genau. No. Leute, auf jeden Fall. Also jetzt wackel ich gar nicht. Ich liege und es wackelt nichts. Wir wollten noch einen Jeep kaufen und ein Dingens, ne? Hallo. Und wie viele Leute sind wir jetzt insgesamt nochmal? Jetzt einfach mal zusammen. 8 oder? 6, 8 irgendwie so. Alles. 1, 2, 3. Das steht auch unten. Wir müssen nur die Namen merken, nicht, dass ich hier irgendwen von uns. Ich überlege gerade. Ein Haufen Baller. Also Natrium und Brummi, gut, merke ich mir den Rest. Oh, Auto 2 Personen und einer fährt allein oder so? Oder in einem Auto 3 Personen, ne? Also ich fahr noch nicht, ich fahr nicht mehr alleine, das kann er knicken. Und ich fahr nicht. Kurze Frage. Wie werfe ich denn jetzt zum Beispiel eine Rauchgranate? Oh, bitte. Aufpassen. Ihr habt wirklich nur Rauchgranaten und keine HE-Granaten. Ich hab nur Rauchgranaten gekauft, ich bin mir sicher. Dann drück G. Aber, ja, drück einfach mal G. Ja, ich werf einfach in irgendeine Richtung da hinten. Ah, okay, schon klar. Hab's gesehen, gut. Wie halt Call of Duty. Wichtig, ja. Aber du kannst nicht wechseln zwischen Rauchgranate und HE-Granate. Das heißt, okay. Du nimmst einfach die Granate, die unterhalb vom Magazin angezeigt wird. Du kannst mit Steuerung G die Granaten wechseln. Ja, Leute, was kaufen wir jetzt eigentlich? Cool, das Neues gelernt! Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, genauso wie du mit Steuerung rechtsklick, dass man hier die Zoomart wechseln kannst, wenn das Magazin. Ja, das weiß ich, okay, aber das mit dem Ding wusste ich nicht. Okay. Cool. Kann einer von euch gut fahren? Ich kann recht gut fahren, denke ich. Oder dann fährst du den Ifrit und alle steigen bei dir. Okay, was ist denn die beste Waffe hier? Krieg ich den Schlüssel?
Musst du probieren. Wer ist fahren. Ich? Ich bringe erstmal das Geld weg. Wer ist Leute? Ich? Tsuji. Mein Ich also kann man hier raushören. Ist der MK18 gut? Ja, ein Brust, drei vor und wer ist Tsuji, die Hardware? Ich, hallo. Wo bist du? Ich stehe gerade hier am und kaufe noch ein paar Sachen. Ah, also beim, da wo man die Waffen holen kann und so. Ich höre ein Auto, nur so. Oh. Der Mann oh, ich liebe dieses Teil jetzt schon. Ach, oh, so, wer ist denn Humvee? Nee, also nichts geht über meinen Humvee. Das ist auch 3 Miller. Das Ding sollte man lieben. Lass mich raten, es stört sich an Mauern so ein Zeug nicht. Naja, ja, wir wären dann das Dreier-Team. Also neben Ifrit ist das Dreier-Team. Zwei müssten dann im Jeep und dann noch. Haben wir noch sind ein schon Team, drei oder? Im Dings drin? Ihr könnt euch auch nochmal einen Ifrit kaufen. Ja, Leute, kauft ihr noch einen Ifrit? Warte, habt ihr überhaupt genug Geld? Soll ich noch was geben? Könnt ihr echt nur 3 in den Ifrit rein oder wollen wir nicht? 5 mehr als 3 sein. Wollen uns auch Gurke, wie kann ich jetzt zwischen Granaten wechseln, damit ich das nur sehe Steuerung auf meinem Bildschirm? Wartet mal kurz, Wolf und Bitche, bleibt mal stehen. Warte, bevor ich hier Scheiße Mausi? Baue, gehe ich mal kurz weg. Ja. Wartet, wie viel Geld habt ihr noch übrig? Alle Homie zusammen. Geht noch eine rauchen, bevor es losgeht. Hier? Also kein Stress, also 10 Minuten haben wir noch. Ne? 662.000. Mhm. Ihr gebt mir alle. Nee, ich geb dir mal das. Gebt mal alle Wolf euer Restgeld. Auch Gurke und so, ne? Ja, ich bin schon weg. Also bei mir wechselt er nicht, warum auch immer. STRG, ne? Nicht und Schatz, ja, gib mal noch deinen Autoschlüssel. Nicht, dass du dann nachher tot bist und das Auto irgendwo offen steht. Stimmt. Wie viel Geld braucht ihr noch? Ich habe jetzt 1.146.000. Er braucht. Wie viel braucht er für den Ifrit, Natrium? 3 Millionen. 3 Millionen. Ich will Geld. Nein! So, wie viel hast du eine HE? Nein, war ein Rauch. Okay. 2 Mille. Ich habe keine HE. Irgendwie kann ich keine HE-Granaten genau? kaufen. Keine Ahnung warum. Wie viel hast du denn das ist vielleicht doch gar nicht mal so schlecht. Ich habe 2 Millionen. Mehr nicht? Nee, nicht wirklich. Ah, 2 Millionen haben sie. Bei E-Granaten muss man sich überlegen. Oder ich heb halt noch den Rest ab, dann habe ich 1,6 oder 1,7. Wo bist du? Wolf, ne? Ja. Wie bitte? Warum hast du so ein. Ach, wolltest du snipen? Was wollte ich machen? Ich geb dir aber jetzt nicht genau 2 Millionen. Du hast bestimmt noch 2 Millionen. Nee, mich wundert, ich kann keine HE-Granaten kaufen. Es ging ja gerade nicht. Nein, mit. Scharfschützen. Wir dachten, du willst snipen. Ja, ich hab das Visier nicht gefunden und. Deswegen, so. Keine Ahnung. Hast ja. du alles wohl? Egal, dann mache ich halt Dauerfeuer. Scheiß drauf. 300.000 fehlen dir noch. Ach, lass einfach. Passt schon. Okay. Passt schon. Ja? Hebst du? Welches Visier brauchst du da? Habe ich schon. Weiß ich. Nee, lass es. Das ist vollkommen okay. So, ist vollkommen okay. So. Also, Rauchgranaten sind alle gleich, oder was? Auf alles und jeden das Feuer eröffnen, oder? Aber, ach, Wolf, pass auf, wegen, also, wenn sobald du G drückst, wirfst du eine Granate und da ist es irgendwie, und wenn du HE dabei hast, ist es immer gefährlich. Deswegen aufpassen. HE? Bum-Bum-Granate, die Bum macht. Also. AX plus 5. 1 Kilometer.